Das wird so ein Spaß, ich sag's euch. Papa, der Hodenkobold ist mir heute Morgen so auf den Piss gegangen, ich sag's euch. Kein Wunder, dass Mama nicht bei uns, sondern im Wohnzimmer genächtigt hat. Aktuell hat er irgendwelche Probleme mit seiner anatolischen Buckelnase und schnarcht uns extrem die Ohren voll. Mama war heute früh schon bei Zeiten wach, um sich für die Arbeit fertig zu machen. Als sie dann ins Schlafzimmer kam, hat Papa so gesägt, ich sag's euch. Sie hat gerufen, Schatz, Schatzi, aber Papa hat sich nicht gerührt. Sie schaute mich an und meinte zu mir, Wurmifass, okay, dachte ich mir, wo sie recht hat, hat sie recht, denn mich hat diese Lautstärke ebenfalls so abgefuckt. Ich habe mich dann in Position gesetzt, ihn anvisiert und bin ihm volles Rohr in sein schnarchendes Gesicht gesprungen bin. Der hat einen Schrei losgelassen und weil er sich so erschrocken hat, hat er mich sogar durch das ganze Schlafzimmer geschleudert. Mama meinte dann zu ihm, dass das nicht so weitergehen kann und dass er unbedingt zum Arzt gehen muss, sonst kann er in Zukunft für immer allein schlafen. Der war so sauer auf uns und hat den ganzen Morgen kein Wort mit uns gewechselt. Ja, tut mir leid, ich kann nicht immer Team Papa sein. Schnarcht ihr auch so extrem? Habt ihr einen Tipp für meinen Papa? Ich wünsche euch schöne Osterfeiertage, ihr lieben Menschen. Kuss auf die Nuss, Wurmi und Mama out.